Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Gilde 3 mit Staffel 5 und der nun 42. Folge. Immer noch in der Vorproduktion am 30.09.21 und deswegen immer noch ohne Livecam aus denselben Gründen wie in der gestrigen Folge. Bevor es aber losgeht, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Syringe oder Syringe Amarant. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, tut mir leid. Aber auf jeden Fall hast du mir zum Nikolaus in 2020 ein öffentlichbares Abo dagelassen. Herzlichen Dank dafür, meine Liebe oder mein Lieber. Du machst Herznummer 392. Du verschwindest jetzt aber leider auch wieder aus dem Interface und der Timer wird auch gestartet. Wir blicken auf den Palast des Statthalters, den ich allerdings wahrscheinlich in diesem Safe-Game nicht mehr bewohnen werde. Denn nochmal zur Info, es ist Sonntag jetzt, wenn ihr das hier seht. Also, wenn das hier veröffentlicht wird, ist es Sonntag, so rum. Und ab morgen gibt es dann wieder ein anderes Spiel. Und danach ein anderes Spiel und danach ein anderes Spiel und dann erst wieder GD3. Also, jeweils eine Woche. Ich bin sowas von raus gerade, ich weiß. Aber egal, ich habe den Timer noch nicht mal gestartet. Also guckt bitte in den Veröffentlichungsplan, den findet ihr in der Kanalinfo, da ist der verlinkt. Wenn ihr wissen wollt, wann die nächsten Folgen von Die Gilde 3 hier weitergehen. Kleiner Spoiler, es wird jetzt ungefähr einen Monat dauern, denn es sind noch drei andere Spiele, sprich drei Wochen vorher dran. Und jetzt ist natürlich die Frage, kommt bis dahin ein neues Update von den lieben Entwicklern? Denn leider ist es ja immer noch nach wie vor so, dass die Updates nicht Safe-Game-kompatibel sind, beziehungsweise die Safe-Games nicht Update-kompatibel, so rum. Hotfixes ja, in den meisten Fällen hat es bisher funktioniert, aber nicht, wenn sie größere Updates rausbringen. Da kann man halt leider den Spielstand nicht weiterspielen. Deswegen kann es gut aus möglich sein, dass wir bei der 43. Folge dann in einer anderen Stadt mit einem anderen Beruf anfangen. Und ob ich es dann schaffe, zum Statthalter zu werden, Landesherr zu werden, was auch immer, gucken wir einfach mal. Ich muss gestehen, jetzt mit der Spelunke und alles, es hat mir auf jeden Fall schon mal Spaß gemacht. Ich freue mich auch darauf, wenn dann noch diverse Fixes kommen, wie ich auch vorgestern, glaube ich, in der Folge erwähnt hatte, bezüglich dessen, was ich mit dem lieben Heinrich Meyer geschrieben habe. Dass das halt mit dem Rum in der Handelsroute nicht funktioniert. Dass hier und da noch ein paar Vorschläge von mir gekommen sind und so weiter und so fort. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Ich denke mal, den Schmuggler, den werden wir jetzt auf jeden Fall nochmal angucken, später zum Vollrelease. Ich habe da sowieso eventuell noch vor, mir wirklich jeden Hauptberuf nochmal anzugucken. Inwiefern und in welchem Ausmaß, gucken wir einfach mal. Aber gut, ja, so viel dazu. Dieses kleine Häuschen hier werden wir wahrscheinlich nicht mehr bewohnen, wollte ich eigentlich damit gesagt haben. Jetzt blende ich aber auch mal das Interface wieder ein, gehe aus der Pause raus und wir haben noch einen Krieg zu laufen gegen die Theodors, sonst... Hier bin ich. Der einfach so ausgebrochen ist, ich weiß gar nicht warum, auf einmal war der Krieg da. Ich kann das echt nicht verstehen. Ach ja, es hat da nicht funktioniert, wo ist die Tante hin? Die Ulla. Ich hoffe, wird das Lachen noch vergehen. Ach, jetzt lässt sie sich behandeln, ne? Natürlich, jetzt ist er nicht mehr angreifbar, weil sie sich behandeln lässt, alles klar. Jo, das mit der Bombe hat auch nicht funktioniert. Mein lieber Robin, du versuchst jetzt dafür mal die Martine zu erwischen. Die ist jetzt erreichbar. Ja. Alles klar. Angriff! Und wir laufen mit Robin wieder mit. Bei strömendem Wetter. Ich finde, das hat auch ein bisschen was Episches, dass es gerade hier so aus Strömen regnet. In die Fresse! Ja, man sieht einfach schon den himmelweiten Unterschied zwischen gut ausgerüstet und nicht ausgerüstet, ne? Was ich allerdings nicht verstehe, vielleicht wird da noch was gefixt. Die KI selber, die Dynastie-KI, ist so gut wie nie nachträglich ausgerüstet. Die starten mit einer gewissen Grundausrüstung und lassen sich danach aber halt irgendwie gehen. Gefühlt. Edwin! Oh, falsch geklickt. Sorry. Hier bin ich. Edwin, komm ran hier auf den Meter, ich hab einen Auftrag für dich. Habt ihr eine Aufgabe für mich? Ja. 48% nur. Marlin, komm mal ran hier. Ich glaube nämlich, dass der Lars doch keinen Schutz benötigt. Und Randulf, du kommst auch ran. Ich will mal Randulfsson sagen, ich weiß gar nicht warum. Er heißt Randulf und nicht Randulfsson. Keine Ahnung warum. Ui. Da lief die Fackel vorbei. Warum ist sie noch nicht tot? Die fahren und reiten hier über die Dame drüber, als wäre sie gar nicht da. Und sie ist immer noch nicht tot. Verstehe ich nicht. So, es sind mehrere Ämter unbesetzt. Ja, tangiert mich jetzt leider auch wenig, weil ich habe immer noch keine Vetternwirtschaft, keine Vetternpolitik und kann auch noch nicht hochgewählt werden zum Sehnestellkämmerer oder Bürgermeister. Was eigentlich sehr schade ist.
denn niemanden aus dem Weg räumen oder umbringen, hätte ich damit legalisieren können. Aber gut. Abstimmungsergebnis zu Atterboom Freilassung verlängert. Genau, um 2 Jahreszeiten. Sehr schön. Ja. Ach, weißt du was? Dann kannst du gleich nochmal... Ah, kannst du nicht. Das dauert eine Weile. Okay, hab nicht gesagt. Kann ich die jetzt auslachen, wenn die da liegt? Nee, schade. Dachte so ein bisschen Nelson Mangs mäßig. Wer hat sich verbündet? Lindholm mit Tim Sonnen. Das ist fast okay. Ey, warte mal. Was machst du jetzt hier? Lungert herum. Achso, okay. Es sind ziemlich viele von denen unterwegs, ne? Das ist deren Revier hier, Silverstolpe. So, Martine, wo willst denn du hin? Ich bin noch nicht fertig mit dir. Martine wieder angreifen. Ach, ich verklick mich jedes Mal. Personal. Edwin. Ich gebe dir jetzt mal den Wachschutzauftrag auf Robin. Hier. Marlin genauso, damit sie halt immer in seiner Nähe sind und ich schnell auf sie zugreifen kann. Und der Randulf. Ja, der Randulf. Ich kann hier gerade unmöglich weg. Ich suche noch eine Möglichkeit, wie ich ihm sagen kann, dass er eine Person begleiten soll. Ich glaube, das gibt's einfach nicht. Das sind ja einfach bloß die Berufsfähigkeiten vom Söldner. Nee, ich glaube nicht, dass ich ihm das irgendwie sagen kann. Bisschen schade schon, ne? Wenn ich einen Rechtsklick auf Robin mache? Ah, guck mal, da schau! Jetzt ist das Ziel immer Robin. Alles klar. Das ist natürlich sehr praktisch. Du sollst dir fälligst die Dame angreifen. Aber sie ist gerade auf dem Weg zum Arzt. Und deswegen, ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich zum Ende der Staffel auch noch... Also, der jetzt 7 Folgen Staffel meine ich nicht, der gesamten Staffel jetzt auch noch einen Bug entdeckt. Weil sie gerade auf dem Weg zum Arzt ist, kann sie nicht angegriffen werden. Ich beschleunige die ganze Geschichte mal hier. Ah, jetzt geht's. Hi. Guten Tag. Hat er mich jetzt auch angegriffen? Patrouillen müssen sein. Endlich hätte er mich angreifen müssen. Ich habe gerade eine illegale Tätigkeit ausgeübt. Jemanden angreifen? Oder? Ja, ist immer noch illegal. Okay. Also das ist definitiv ein Bug, würde ich behaupten. Der Stadtgardist hat nicht geholfen. Oder es war nur so kurzzeitig, dass er gleich wieder weitergelaufen ist, weil ich hatte ja auch schnell Vorlauf zu laufen. Es kann auch gut möglich sein, es muss nicht gleich ein Bug sein, ich will es nicht schlecht reden. Es kann gut möglich sein, dass es gar kein Bug war. Ich habe vergessen, den Timer zu stellen, wie mir gerade einfällt. So. Da gibt es eine krasse Überlänge für euch, ne? Ja, das klappt nämlich noch nicht, aber Scherge A. Umbringen. 48% Wahrscheinlichkeit, probier's trotzdem. Und? Na? Ne, hat nicht funktioniert. Scherge 2. Was ist hier eigentlich mit jemandem aus dem Weg räumen? Wo ist das jetzt eigentlich? Das haben wir noch gar nicht gelernt wahrscheinlich, ne? Schade. Hier, feste Drufter. Würdest du bitte die Aktion ausführen? Wäre sehr freundlich. 56%. Los, komm schon. Ah, jetzt geht's los hier. Ah, okay. Jetzt wird gekämpft. Alles klar. Habt ihr eine Aufgabe für mich? Das ist Edwin, der jetzt hier kämpfen muss gegen den Stadtgardisten. Hi. Ich sehe einfach nichts hier gerade. Moment mal. Achso, hier wird noch die Aktion ausgeführt. Moment. Ich bin der Meister. Hilf ihm! Ich darf den Gardisten jetzt nicht angreifen? Nicht dein Ernst. Narf! Bin ich ja mal gespannt, ob sich das jetzt wenigstens gelohnt hat. Oh. Ah, warte mal, jetzt darf ich? Ah, jetzt darf ich den Gardisten angreifen. Okay. Machen wir. Oberhaupt ist tot. Ich bin der Meister.
du, mein Lieber, wirst jetzt diese Ulla hier nochmal angreifen. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen, deswegen mache ich auch ständig Pause und Zeitlupe und was nicht alles. Ah, okay. Jetzt hat es meinen Schergen erwischt. Er kriegt ein Du-Du. Aber schöne Animation mit dem Zeigefinger. So, Du-Du-Du-Du. So nicht. Mach das nicht noch einmal, Kumpel. Sonst gibt's da mal auf die Fresse. Ja, bist du jetzt fertig? Der Dreis fällt in der E-Mail. Ah, jetzt haben wir wieder eine Verhandlung. Okay. Jetzt ist die Frage, weswegen. Hier, Angeklagter. Schiete, jetzt bin ich nicht Richter. Wegen Umbringen. Auf Edwin. Aber, wie ich sehe, 80 Ansehen, 82 Ansehen, 82 Ansehen. Was ist hier zu erwartende Strafe? Steht noch nicht drin. Das müssen alles Altstädter sein, denn in Altstadt habe ich die größte Beliebtheit. Gucken hier nochmal rein. Oh! Na gut, mittlerweile nicht mehr. Da sind sie vielleicht aus dem Hanseviertel oder Neustadt. Schiete. So, wie sieht's hier mittlerweile aus? Immer noch minus 17? Hier ist sogar weniger geworden. Mist. Ich habe gehofft, der Ansehensbonus bei dem bei den Dynastien, die mit der Dynastie verfeindet sind, mit der ich verfeindet bin. Ich habe gehofft, dieser Ansehensbonus durch Ausschalten der Dynastiemitglieder wäre größer als die Tatsache, dass ich illegale Maßnahmen tätige. Schade. Aber gut. Ja, hier sind wir angeklagt. Mal kicken, was da passiert. Du läufst mal bitte zum Randolfson. Du läufst ebenfalls zum Randolfson. Randolf, Mann, nicht Randolfson. Oh. Habt ihr eine Aufgabe? Na jo, der hat natürlich ein Sternchen vor den Augen. Und ich meinte natürlich reiten, nicht laufen. Die sind alle am Reiten. Das seht ihr bloß nicht, weil es sind Zwergenschweine. Sind aber Viertakter. Motorisierte Zwergenschweine mit Frontkühler. Ich habe keine Ahnung von Motorrädern, wie ihr merkt. Aber ich wollte auf die vier Hufen und auf die Steckdose hinweisen. So, hier ist Randolf. Randolf konnte den Angriff anscheinend nicht ausführen. Aus irgendwelchen Gründen. Diese Ulla hier. Ah, sie befindet sich in Behandlung, würde ich mal sagen. Ich kann nicht reingucken. Achso, ist ja auch das falsche Gebäude. Hier wollte ich reingucken. Ja, da ist die Ulla. Die lässt sich gerade behandeln. Alles klar. Was ist das hier für ein Gebäude? Herrenhaus. Ach, deswegen kann ich nicht reingucken. Macht Sinn. Na gut, dann machen wir mal den. Beschleunigung. Muss ja auch wieder ein bisschen Geld verdienen. Oh, die wartet aber lange auf ihre Behandlung. Unten fängt es an, nicht oben. Oh. Sie ist raus. Moment. Sie ist raus. Wo ist sie hin? Ich sehe sie gerade nicht. Wo sind denn die Tante? Moment. Ulla? Euch wird das Lachen noch vergehen. Die war aber flatt unterwegs, du Holla, die Waldfee. Ja. Robin? Greift die an, die Tante? Attacke. Ja. Randolph, du folgst dem Robin. Die Schergen. Was wollt ihr erledigt wissen? Der Edwin ist wieder bei Bewusstsein. Wunden behandeln lassen. Ist mir scheißegal, wo. Mach einfach. Marlene, du folgst bitte dem Randolph. Ich mache das übrigens alles immer per Rechtsklick auf das jeweilige Avatar-Bild hier. Was eine ganz praktische Funktion ist, wie ich persönlich finde. Ich kann gerade nicht. So, selbe sprechen wir immer. Hätte mir wenigstens mal einen Regenschirm mitnehmen sollen, wa? Oder einen Helm aufsetzen. Oder so einen Stadtgardistenhut, dann wäre ich vielleicht nicht so auffällig gewesen. Da hätten die anderen Stadtgardisten vielleicht gedacht, ach, ist einer von uns, klar. Ich glaube, irgendwo brennt es hier. Oder ist das wegen dem Hochwasser? Die Musik gerade. Ja, unsere Schmuggler sehr unauffällig, gleichzeitig alle hier am Schmuggeln. Was sieht das cool aus da hinten mit unserer Spelunke? Schmugglerloch? Ich find's schön. Nee, danke, ich hab grad zu tun, aber ist nett von dir. Aber für heute Abend vielleicht, wenn ich fertig bin. Ist das okay? Ich bringe auch meine Frau und meine Kinder mit, ja? Also, mach bitte mehrere Mahlzeiten fertig. So, wo ist sie denn hin, ihr Watschelt? Oh.
Ich bitte euch um die Erlaubnis, euch heute, morgen und in alle Ewigkeit zu lieben. Was? Habt ihr mir etwas anzubieten? Sind mit Silverstolpe am Verbrüdern? Aber sowas von? Die haben auch ein Bündnis, hat Seeker jetzt erst. Oha! Ich habe euch nichts zu sagen. Das ist mir egal, du bist gleich sowieso tot, Fräulein. Entschuldigung. Nein! Ich wollte die Zeit langsamer machen. Lena hieß sie. Von Lanz und Jannike. Ja klar, gerne. Enter. Schließen. Okay. Ist das jetzt ein Antrag gewesen? Sind sie gleich weg? Nee, gut. Sind die jetzt verheiratet? Was? Ich würde so lachen, ne? Ach, falsch. Warte, Moment. Zack. Nee, noch nicht, okay. Also nur in einer Beziehung, aber noch nicht verheiratet, okay. Müssen wir halt die frische Liebe zerstören. Tut mir ja leid, aber geht nicht anders. Noch ein Gerichtsverfahren für meinen Stadtschergen, weil jemanden angegriffen. Freispruch! Achso, ist schon so. Ah, nee, warte mal, Angeklagter Silverstolpe, Moment. Nicht Freispruch. Ein Scherge von ihm. Ab in den Knast mit ihm. Oder? Silverstolpe? Ja, 4 Punkte. 4 Minuspunkte hat er. Schade, schade. Dass das jetzt nicht so war, dass sie frisch verheiratet sind. So, kräftig drauf da. Mit Anlauf. Und nochmal so. Und jetzt aber umgefallen, bitte. Dankeschön. So, wo sind meine Schergen? Und Randulf und so? Ja. Sag mal, du hast den Knall auch nicht gehört, wa? Du solltest deinem Kumpel folgen. Ach, das hat nicht funktioniert, oder wie? Ah, er hat die Befehle anders ausgeführt. Sorry, Leute, dann habe ich euch eine falsche Info gegeben. Er hat die Befehle nicht so ausgeführt, dass ich mit einem Rechtsklick auf dem Avatar das hätte machen können oder so. Schade. Selbstverständlich. Er hat einfach, in dem Moment, wo ich hier im Dynastiebuch war, hat er im Hintergrund irgendwo einen Ort genommen, statt hier im Fenster. Schade. Ah, wie ärgerlich. Na gut. PGH, würde ich sagen. Lässt sich noch behandeln. Du wirst jetzt bitte Schutz für Robin immer machen. So, mal kurz die Animation abwarten. Alles klar. Kann Robin jetzt mittlerweile wieder... Nee, kann er nicht. Okay. Edwin wahrscheinlich jetzt auch nicht, weil er gerade behandelt wird. Müssen wir uns ein bisschen sputen. Ich habe keinen Bock, dass die mir wegrennt. Na, wo bleiben die anderen? Fräulein, so nicht hier. So nicht. Gleich wieder in den Trophäen. Fräulein, hallo? Hallo? Du bist bewusstlos. Hast du noch nicht kapiert? Was? Sag mal, ich glaub's doch wohl selber nicht hier. Bleib hier völlig liegen. Spinnst wohl. Da zerkratzt die mir noch meine schöne Wange. Du müsstest auch mal zurückschlagen, Robin. Okay, es geht nicht mehr. Warte mal. Euer Ansehen ist gewachsen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe einen Bug verursacht. Ah, Randulf ist da. Gut. Randulf? Würdest du bitte mal versuchen, diese Dame dort zu töten? Die Ula. Genau. 60%ige Wahrscheinlichkeit. Ah, jetzt liegt sie. Lol, warum hat Robin das jetzt gemacht? Ach, Robin war ausgewählt, ich Depp. Oh. Ist was? Randulf, noch ein Versuch? Du mach da. Okay, ich bin angeklagt, alles klar. Selbstverständlich. Nächster bitte. Ich glaube, es hat funktioniert. Ich glaube, ich bin ein bisschen im Kampf gefangen gerade. Es sieht nicht so aus, als hätte es funktioniert. Die steht einfach wieder auf, die Tante. Patrouillen müssen sein. Oha. Tag heute, oder? Was wollt ihr erledigt? Schön, dich zu sehen. Robin, kann ich dich da rausziehen?
Geht nicht. Ein schöner Tag heute, oder? Wo ist denn jetzt... Oh, jetzt sind die hier wieder alle übereinander gesteckt. Du? Bitte? Angriff auf... den Gardisten. Folgt mir! So. Funktioniert also doch, dass mehrere auf einen einschlagen können. Okay, weil die Gardisten, die haben natürlich mächtig gewaltige Boni, ne? Die können gut blocken, die haben gute Rüstungswerte und alles. Patrouillen müssen sein. Wir können uns den aber angucken. Moment. Hier, 220 Rüstung durch die Rüstung der Stadtwache. Und ich nehme mal an, die kann ich ihm jetzt nicht wegnehmen? Bin beschäftigt. Randolf? Nee, wenn dann du, Scherge? Taschendiebstahl oder sowas haben wir nicht, ne? Glaube ich. Bei ihm schon mal nicht. Randolf? Runhild, was machst du denn hier? Stehlen? Hier? Jawohl. Mal gucken. Vielleicht kann ich ihm jetzt die Rüstung wegnehmen. Wäre ja lustig. Erwischt. Wobei? Hat doch keiner zugeguckt. Ha? Ist alles eine Lüge. Schiebung. Bin beschäftigt. Na gut, Robin ist bewusstlos. Ich will diese verdammte Dynastie doch auslöschen. Wir haben schon 20 Minuten rum, verdammt. Muss mal kurz warten, bis Robin wieder bei Sinn ist. Da ist er wieder. So, Robin, lass dich mal behandeln. Hier, Wunden behandeln. Ja. Sackte Bombe. Jo. Für den Fofi ist das vollkommen in Ordnung. Ja. Rechtsklick hier auf Robin. Nochmal Rechtsklick auf Robin. So geht das wenigstens. Oh, ich wurde neu gewählt. Will ich euch auch erraten haben? Was macht meine Beliebtheit mittlerweile? Es geht, es geht. Ich hätte echt Schlimmeres erwartet. So wie ich das verstanden habe, bei diesen illegalen Maßnahmen, wenn ich die ausübe, sinkt nicht auf der gesamten Karte meine... Oh, Mokler? Dann sinkt nicht auf der gesamten Karte meine Beliebtheit, sondern nur in dem Viertel, wo ich gerade bin. Und wie ich gerade sehe, das... Ja, genau, das Umland wurde ja mittlerweile auch entfernt, ne? Jemand mag mich, wer denn? Lindholm! Es geht auch um Mörder? Ist das vielleicht einer meiner Schergen? Ich weiß nicht. Aber Lindholm? Ist okay, kriegst du einen Pluspunkt wieder. Wo bist du? Ach, du verlierst einen Minuspunkt, alles klar. Hat jetzt bloß noch 3 Minuspunkte. Wunderbar. So. Fertig mit Rumgeruckel hier. Jetzt müssen wir natürlich mal vorspulen und warten, bis er behandelt wurde. Ich hätte ja auch schlafen gehen können, ne? Hätte ich mir Geld gespart. Na gut, egal. Wir haben aber jetzt noch untätige Leute hier. Kannst du mittlerweile wieder töten? Du könntest mittlerweile wieder töten. Ich hasse die Dynastie Timson. Wer sagt denn das? Ja? Oh! Wie geht's? Noch nicht mal eine andere Dynastie war das. Interessant. Oh. Hm? Was ist hier los? Ich bin Richter bei Bombe geworfen. Angeklagter Timson auf Liveson. Liveson ist bei mir im Plus und Timson im Minus. Na dann? Strafe. Feierabend. Was ist das? Ja, nächster Feierabend. Wir sind doch mittendrin, Robin. Ach, du bist schon fertig? Na, Moment. Familie? Immer noch die Ula. Das ist, glaube ich, schon der 4. Angriff auf diese Trulla. Warte mal. Warte mal. Du lauf doch nicht alleine los, Mensch. Was ist? Du läufst bitte dem Robin hinterher. Und wo ist die zweite Person? Sag mal, ihr wollt mich doch jetzt... Was wollt ihr, Edwin, du läufst auch Robin hinterher. Marlin, du läufst auch Robin hinterher. Danke. Was ist? Ein guter Plan. Und der hier? Was ist das? Ich eile. Treibt der sich eigentlich schon wieder rum? Ich bin gerade beschäftigt. Hat hier rumgestanden die ganze Zeit, oder was? Ah, nee, er läuft... Ah, okay. Er war sonst wo. Irgendwo anders auf der Karte. Und ist jetzt erst Robin hinterhergelaufen. Was ein bisschen eigenartig ist. Aber es könnte daran liegen, dass Robin damit beschäftigt war. Ah, verdammt. Dass Robin damit beschäftigt war. Keine Ahnung, was da jetzt für Name stand. Ihr werdet angegriffen. Na, dass Robin damit beschäftigt war, sich gerade handeln zu lassen. Wollte ich sagen. Verfluchte Axt, noch eins. Hier, so. Wir haben die Tante erwischt. Robin, du kannst das. Du musst nur mal richtig zuschlagen.
So. Da liegt sie. Edwin. Gib dein Bestes. Achso, noch kurz laufen lassen. Jetzt ist die Animation auf jeden Fall aufgehoben. 45% nur? Das war vorhin besser. Angriffskraft, Heimlichkeit und Geschick. Hm. Na gut. Und? Und? Das gibt's doch nicht. Immer noch nicht. Robin kann es gerade momentan nicht ausüben. Bis auf die anderen zwei Chaoten warten. Oh! Hat doch funktioniert, okay. Was ist? So, mein Freund. Du darfst wieder arbeiten gehen. Jetzt nicht, bitte. Du gehst nach Hause. Jetzt. Deine Gemahlin ebenso. Jetzt nicht, bitte. Du gehst nach Hause. Jetzt unser nicht. Erbe ebenso. Ja. Ich kann du gehst auch nach Hause. Herzlichen Glückwunsch, Robin. Du hast eine gesamte Dynastie ausgelöscht. Theodorson. Ah, immer noch ein Platzhalter hier drin. Schade, okay. Aber okay. Oder Theodorson, das letzte Oberhaupt der Dynastie. Theodorson wurde ermordet. Sie starb ohne einen erwachsenen Erben, der die Position des Familienoberhaupts hätte übernehmen können. Es geht das Gerücht um, dass die Familie... Ja, welche Familie eigentlich? Wir wissen es nicht. Wir haben auch keine Angst vor der Familie. Nein, nein, deswegen sagen wir auch nicht, wer das gewesen ist. Sondern es war gar keine Familie, die etwas mit diesem Mord zu tun hatte. Vielleicht feiern sie bereits ein Fest wegen dem blutigen Ende der Dynastie Theodorson. Schade, dass man hier keine Feste feiern kann. Würde ich auch noch witzig finden. So, habe ich jetzt irgendwas vergessen? Die Schergen. Die Schergen wiederum. Ich habe mich verklickt. Marlin. Die Schergen könnten mal... Was könnt ihr eigentlich? Den Lars bewachen gehen. Das ist eine Idee. Marlin genau... Nee, Edwin genauso. Bewachen. Lars. So. Und damit ist es eine Dynastie weniger. Jetzt gucken wir noch mal rein. Minus 19 und 5. Ah, aber guck mal, hier habe ich tatsächlich Ansehen dazu bekommen wieder. Hier ist es noch weniger geworden. Ein schwerer Schneesturm wütet im Land. Es hat nicht mit den Maßnahmen zu tun. Es hat mit der Gesinnung zu tun. Timson ist ein bisschen aggressiver als Heyerdahl. Und ich bin jetzt in Richtung aggressiv gewandert. Durch diese Angriffe. Interessant. Muss man ja auch erstmal kapieren. So, jetzt haben wir zwar fast 20.000, aber immer noch nicht ausreichend Einflusspunkte. Deswegen denke ich mal, macht es jetzt Sinn, wenn wir erstmal noch weiter für Nachwuchs sorgen. Und danach die Gebäude durchreparieren. Im Moment andersrum. Die Gebäude werden jetzt durchrepariert. So, habe ich ja schon wieder einige Zeit nicht gemacht. Reparieren. Reparieren. Hier auch nochmal. Dann auch noch hier. Und hier. Und hier. Kann man übrigens, glaube ich, auch über die Bilanz machen. Ja. Ich klicke mir die hier an und kann dann hier auf Reparieren gehen. Ist sogar ein bisschen sortierter. Ne? Gut. Ihr. Jetzt. Hier. Sofort. Los. Seid ihr überhaupt schon alle da? Hier bin ich. Du bist schon zu Hause. Du bist auch zu Hause. Ebenfalls. Ja. Ebenfalls. Hört euch viel Spaß. Was ist das? Ich gucke auch nicht zu, versprochen. Das geht schnell. Das kapiere ich immer noch nicht. Warum ich bei für Nachwuchs sorgen hier ein Auswahlfenster habe. Wir können doch nur jeweils einen Ehepartner haben. Das ist mir noch ein bisschen schleierhaft. Gut. So, und du, mein Freundchen, mein lieber Gustav, Gustav, du bekommst jetzt einen Waschlappen und einen Blumenstrauß, wenn ich dich finde. Hier bist du. Einen Waschlappen. Und einen Blumenstrauß. Oh, Randolf hat sein Schwein abgelegt. Sein Schwein in den Stall gebracht. Interessant. Wie bist du denn so geskillt? Sehr hoch an Charisma, sehr schön. 6 von Grundwert aus, von seiner Mutter geerbt. Plus 1 durch unsere... Sozialkompetenzen, die wir gesehen haben. Sehr aufmerksam natürlich auch. Klug nicht so seine größte Stärke, aber ist okay. Dann würde ich sagen, wasch dich mal. Das geht schnell.
Also, muss man die Zeit doch wieder laufen lassen, ne? Und dann suchst du dir mal eine junge Dame. Ich würde es so gerne hinbekommen, einer anderen Dynastie eine Dame wegzuheiraten. Man muss aber saumäßig schnell sein dabei. Ihr erinnert euch vielleicht noch an Helgoland, wo unsere Tochter uns verraten hat und sich so sehr an den Dynastiejungen verliebt hat, also generische Dynastiejungen verliebt hat, dass sie uns einfach davon geheiratet hat. Kann ich etwas für euch tun? 89% Heyerdahl. Heyerdahl steht bei mir wo? Mit einem Pluspunkt drin. Und Leifson war hier oben, ne? Bist du Leifson? Du bist Leifson. Wisst ihr was? Ich probier's mal. Bestätigen. Kinder werden erwartet. Wunderbar. Hier bin ich. Geh arbeiten, Lars. Geh arbeiten, Jannike. Geh arbeiten, Runhild. Geh arbeiten, Randulf. Und du wirst auf jeden Fall ein bisschen klüger. Du bist sowas von stumm, du... egal. Du bist sowas von Strom. Wer das Wort nicht kennt, ist selber schuld. So. Bin gerade verhindert. Jetzt habe ich einen Dialog verpasst, wa? Oder? Oh. Hat funktioniert. Na, jetzt. Okay. Perfekt sogar, okay. Nice. Jetzt muss ich mich ganz, ganz schnell beeilen. Ich will, dass sie bei uns rein heiratet und nicht andersrum. Gut, ich habe an euch gedacht und möchte euch dieses Geschenk machen. Ich muss unbedingt vermeiden, dass sie ihm jetzt den Antrag macht. Gute Haut ist so rein. Da werde ich richtig. Warte. Hier. Ich lese es jetzt mal nicht vor, damit ich nicht abgelenkt bin. Was macht Jannike da eigentlich die ganze Zeit? Feuert die uns an? Die feuert uns an. Seht doch, mein Bruder Gustav, wie er die nächste Dynastie auf friedlichem Wege auslöschen wird. Er züchtet sie aus dieser Stadt heraus. Okay, er war ein bisschen weit hergegriffen. Ich weiß. So, ist sie schon heiratswillig? Nee, noch nicht. Ach, ist noch nicht mal verfügbar, weil noch nicht verliebt genug. Okay. Dann tuscheln. Tuscheln. 90%. Finde ich gut. Ich habe gar nicht geguckt, wie sie so eingestellt ist. Geht, geht, geht. Kann man so machen, muss man aber nicht, ne? So, ist sie jetzt soweit? Nicht verfügbar. Wieso nicht verfügbar? Ist die verheiratet? Unverheiratet. Warum geht denn das jetzt nicht? Hä? Warum geht das jetzt nicht? Nee, nicht angreifen, Robin. Sie ist volljährig. Wir sind nicht verfriedet mit der Dynastie. Und sie ist nicht verheiratet. Warte mal, ist sie... Gehört sie einer anderen Religion an? Nee, sie gehört gar keiner Religion an. Müsste übrigens meiner Meinung nach immer noch hier stehen, dass sie säkularisch ist. Kleiner Hinweis ans Entwicklerteam. Pass auf, Leute, ich speichere mal eben. Moment. Ja. So. Ich bin zur Stelle. Ich lade mal neu. Mach mal so. Ich lade mal neu. Vielleicht ist das nur ein bisschen verbuggt gerade. Ich wollte ja eigentlich an der Wirtschaft weiter feilen mit euch, aber ich müsste jetzt erstmal darauf warten, dass wir den Edelmann freischalten können, bevor ich weitermachen kann mit euch. Von daher ist da gerade nicht viel zu schalten und zu weiten. Ist natürlich der Nachteil, wenn du halt komplett nur auf Spelunken und Söldner gehst. Du hast keinen Warenverkehr so wirklich. Außer halt den Schmuggelverkehr. Aber ich hätte schon gerne auch den Schmuggler gezeigt. Jetzt nicht, bitte. Auf Stufe 3 dann. Moment. Nicht so schnell, Jacqueline, sonst kotzt du wieder. Klick nicht immer so heftig, bitte. Ich klick so heftig, wie ich möchte. Ah, es lädt noch nach. Moment. Vielleicht ein bisschen zu schnell, die jeden Bildschirm jetzt gewechselt. Die Karte war noch nicht vollständig geladen. So, geht's jetzt so? Nicht. Warum denn nicht? Tira Lifeson. Warte mal. Pass mal auf, wir probieren es mal anders. Ich möchte eine Heirat arrangieren. Bewerber ist unser Gustav.
Und die... Jetzt steht sie zur Verfügung. Erinnert ihr euch vielleicht noch daran an Helgoland? Also vor einigen Folgen? Da konnte ich einer anderen Dynastie-Dame oder einem anderen Dynastie-Herren so rum einfach einen Antrag machen. Und daraufhin hieß es dann, ohne unsere Zustimmung hätte unser Familienmitglied einfach rausgeheiratet. Das war schon mal erfolgreich. Und wir haben sie jetzt gekauft, sozusagen. Cool. Gleichzeitig eine Allianz eingegangen. Abmachung gilt. Hier. Liveson ist sehr zufrieden mit eurem Angebot. Euer Ansehen bei der Familie Liveson ist gestiegen. Liveson. Hier. Allianz. Ansehen. Auf plus 3 gewandert. Wir hatten vorher fast minus 20 oder so ähnlich, ne? Was sagt eigentlich eure Beliebtheit so? Ach du Jemine. Wir haben ja die Falsche geheiratet. Verdammt. Nee, warte mal, ich war noch nicht fertig. Familie, Stammbaum. So, hier steht es jetzt auch drinne. Die haben wir rausgeheiratet. Das ist die zweitälteste. Alles klar. So kann man es übrigens auch machen. Man könnte theoretisch gesehen, wenn man von Anfang an mit einer Dynastie immer wieder Probleme hat, könnte man rein theoretisch betrachtet einfach sagen, okay, sobald die erwachsen sind, jetzt sei mal ruhig da im Hintergrund. Könnte man doch einfach sagen, hey, okay, sobald die erwachsen sind, ich heirate die jetzt langsam raus aus der Familie, die Erwachsenen. Muss halt selber darauf achten, natürlich, dass ich Männlein und Weiblein in der passenden Gegenzahl habe. An eigenen Kindern, um sie rauszuheiraten, die gegnerischen Kinder, sozusagen. Habe ich schon sozusagen erwähnt, ich hoffe. Und danach einfach nur noch den Erben und den das Oberhaupt gehen. Theoretisch machbar. Je nachdem, welche Strategie man da verfolgt. Also, Liveson könnte ich jetzt noch rauskillen. Eventuell, wenn Mikkel erwachsen ist. Wer hat denn den Bengel Mikkel genannt? Egal. Mikkel, hier, zack. Ich hab nichts gemacht. Mikkel und Ricke, das passt ja wie Arsch auf Eimer. Würde passen. Ich bin schon ja, ganz schön groß. Aber für die beide, na gut, okay. Dann müsste ich mich jetzt anstelle dessen jetzt um Raven kümmern. Dass ich den töten würde. Danach Philippa und danach noch Ranva. Oder auch in einer anderen Reihenfolge. Aber das sind halt immer, wie ihr schon gesehen habt, bei den Theodorsons davor. Die Ehepartner. Alles in Ordnung. Ja, ist gut. Die Ehepartner sind nicht wichtig. Nur die Blutsverwandten sind wichtig. Also alle, um die hier diese Kordel geschwungen ist. Also dieser goldene Rahmen geschwungen ist. Schneesturm wütet im Land. Ja, wie gut, dass ich gerade noch die Gebäude repariert habe. Wie ihr hier sehen könnt, zum Beispiel der Ehepartner von der Philippa. Ja, die hat nämlich gar nicht so einen Rahmen drum. Die ist eigentlich nicht Dynastiemitglied. Aber was ist hier los? Ist die adoptiert worden? Die hat nämlich keinen goldenen Rahmen drum. Bist du adoptiert? Sieht man das irgendwo? Gute Frage, nächste bitte. Ist es bei meinen auch so? Machen wir hier zu. Achso, ich wollte auf schnelle Geschwindigkeit gehen. Mach mal hier zu, bitte. Danke. Ach, bei meinen ist das auch so, okay. Ach, weil die noch nicht agieren können. Daran wird das liegen. Die können halt noch nichts machen. Die sind noch zu jung. Okay. Die können halt noch nicht Kisten sortieren, Ratten jagen, Steine schmeißen und so weiter. So, machen wir mal den hier. Drücken wir ihm mal die Daumen. Ah! Oder? Nee. Nein! Es hat nicht funktioniert! Was haben die uns für eine unfruchtbare Kuh gegeben? Warte mal. Kinderzeugen war charismaabhängig, ne? 3 Uhr morgens und alles in Ordnung. Jetzt steht das wieder nicht hier. Ich werde noch beklopperig, werde ich. Bin beschäftigt. Warte mal. Wir gucken mal bei unserem Robin. Fruchtbarkeit, Anzahl der Kinder, Familiengröße, Fruchtbarkeit. Achso, Fruchtbarkeit. Moment, Fruchtbarkeit. Alter, Anzahl der Kinder. Achso, nur noch Alter und Anzahl? Okay. Ja gut, dann halt nicht. Dann machen wir dich klüger. So.
So. Kriegen wir dann jetzt noch ein bisschen Geld ran? So 6.000, 7.000 wäre ganz nice. Dann würde ich mich gerne mit einer schwangeren Dame des Hauses nochmal ein bisschen Einflusspunkte einkaufen. Und wenn wir die dann eingekauft haben, dann können wir doch noch sogar auf einen Edelmann-Titel gehen. Ich bin gerade verhindert. Warum verfolge ich eigentlich die ganze Zeit über Robin? Ich wollte doch den hier verfolgen. Yep. Müssen wir dummerweise warten, bis hier die... Oh! Meine Verhandlung läuft. Ehrlich, aber auch mir jetzt da, ich warte Pöttl, der ist einfach in meine Faust gelaufen und dann habe ich mir ganz schnell umgedreht und dann ist er nochmal in meine Faust gelaufen und auf immer lag er da. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Ich wollte eigentlich nur nach Hause und meiner Frau ein paar Blumen bringen. Aber die Blumen haben es überlebt. Kann ich Ihnen schwören. Heißt es jetzt, dass es hier drei Opfer sind? Die Beweise wurden angesammelt. Beweis wurde vorgelegt von Theodorsson. Oh! Oh! Hoppla! Ja, die Beweise haben sich gesammelt. Das ist vor einigen Updates hinzugekommen. Dass wenn ich mehrere Verbrechen derselben Art mache, dass dann alles zusammen ein Gerichtsverfahren vorgetragen wird. Erwartete Bestrafung, öffentliche Schmähung minus 17. Aber war ich nicht der Richter? Bei jemandem angreifen bin ich doch der Richter beim Kerkermeister. Ich habe mir doch die Mindeststrafe gegeben. Ah. Oh, was? Ich wollte bloß die Zeit verlangsamen. 14 Gold nur? Noch mehr? Und minus 17 Ansehen. Ah. Lifeson, sag mal. Vetternwirtschaft kennst du nicht, wa? Na gut, dann werde ich bei dir jetzt auch harte Gerichtsverhandlungen führen. Ist kein Thema. Worum geht's hier? Bewerber für Stadtscherge. Welche Familie nochmal ist das hier? Kannst du mir das bitte mal sagen? Timson. Timson ist mit minus 2 Punkten dabei. Dann scheinen wir uns für abwählen. Zeugmeister und Wachhauptmann sind derselben Meinung, denn Timson ist, glaube ich, auch sehr unbeliebt, ne? Dann haben wir hier Ratsbüttel. Achso, nochmal dieselbe Geschichte. Nee, Abbruch. Nein. Jetzt habe ich... Oh, ich habe jetzt nicht dafür gestimmt, oder? Oh, ich wollte nicht dafür stimmen. Ist ja doof. Ich kann es nicht mehr ändern, Leute. Ich kann es nicht mehr ändern. Marv. Okay. Dann hier. Nö. Sowas von nö. Der lässt ja das immer noch offen stehen hier. Wenn ich jetzt hier auf Abbrechen gehe, dann auch. Ist ja doof. Ja gut, da muss noch ein bisschen was gefixt werden, liebe Leute. Kleines bisschen. Ist kosmetischer Natur, okay, das System funktioniert. Aber wenn man versehentlich draufklickt und dann wieder abwählen möchte, ist es ein bisschen doof. Funktioniert nämlich nicht. So, was wie wer wo? Jemand lacht mich aus? Atterbums, aber ist das denn ernst? Ich schwitze jetzt noch vom letzten Krieg. Gegen eine andere Familie. Das war laut. Du fragst dich vielleicht, welche Familie, lieber Herr Atterbom? Das willst du nicht wissen, mein Freund. Das willst du nicht wissen. Was ist das? So, probier's mal nochmal, mein Lieber. Ach, geht noch nicht. Moment. Ehrlicher Kuss. Ja, den möchte ich lieber kurz vorher erst austeilen. Achso, wir müssen dazu auch wieder rausgehen für den Kuss, ne? Wo ist die Dame? Da ist sie. Da hinten wird noch ein Dialog geführt. Alles klar. So, kriegen wir es jetzt hin mit dem Küsschen und mit dem Kind? Dein Becher Wein ist mir sowas von Wumpe, Junge. Wir müssen für den Nachwuchs sorgen. Ah, schade. Jetzt sind sehr viele Lohnkosten draufgegangen. So, küss mal deine Ehefrau. Dieses Gemurmel im Hintergrund erinnert mich total an das Spiel Kulturis. Oder Cultures. Falls das noch jemand von euch kennt. Das geht schnell. So eine Art Siedler, kannst du dir vorstellen, halt nur, dass du komplett mit Wikingern spielst, die gerade Wienland entdecken. Also heute heißt es Amerika. Und dabei gegen verschiedenste Eingeborene kämpfen müssen, auch gegen andere Wikinger kämpfen müssen und so weiter und so fort. Und vom Prinzip her eigentlich wie ein Siedler 1 oder Siedler 2 oder Siedler 3, halt eine hübschere Grafik. Habe ich super gerne gespielt als Kind. Jemand erwartet ein Kind. Wunderbar.
Das heißt, die Tante ist jetzt mit einem Ansehensbonus beglückt. Schwanger? Charisma? Schwanger plus 5. Ansehensbonus, wo ist er? Oh, Bonus beim Falschen. Für Oh! Ach, da kriegt man auch einen Bonus für, habe ich total vergessen? Ja, nice. Da könnte man ja richtig fette Preise rausziehen. Ansehensbonus ist jetzt bei 86% nur. Das ist mir ein bisschen zu wenig, ehrlich gesagt. Bin beschäftigt. Da hat schon unsere Ehefrau 90%. Achso, sie trägt aber auch ein Gewand mit 4%. Spielmann und ambitioniert haben aber alle. Ach, stimmt, die hat ja so einen enorm hohen... Ja, okay. Nö, dann gehst du bitte mal einfach einkaufen. Die kleinere Menge davon. Ist mir wurscht, bei wem. Mach einfach. Was hast denn du für einen falschen Bonus? Feilschen? Wo ist es hin? Feilschen? Da. 3 nur. Nur mal so aus Interesse. 6664. Tyra? Ach, die kann das gar nicht. Ah, ja, weil sie nicht... Ah, sie gehört nicht dem Dingens an. Was ist hier los? Achso, ja, warte mal. Überforderung, da. Was für ein wunderschöner Sack voller Münzen. Ich denke, er ist geradezu für eure Hand gemacht. Sah jetzt nicht so erfolgsversprechend aus, oder? Na los. Achso, ich habe nicht auf normale Geschwindigkeit gehabt, Entschuldigung. Na, was sagst du dazu? Ist das nicht ein schöner... Ihr habt recht, der passt perfekt in meine Hand. Ich danke euch. Natürlich werde ich euch behilflich sein. Wunderbar. Ja, hat sowas von erreicht. Ansehensbonus. Hier oben haben wir einen. Normalerweise hätte es ja geheißen, wir bekommen wie viel? 500. Nee, warte mal, ich habe irgendwie doppelt kassiert. Warum? Ach, weil perfekt. Boah, was? Alles klar. Das ist ja interessant. Durch diese Aktion bekomme ich A. Einen Ansehensbonus von 25. Wer dann uns aus dem Gerichtsverfahren hatte ich gerade 17 Abzug bekommen, glaube ich. Ansehensbonus von 25. Dann der normale Ansehensbonus, den unsere Celia hat. Von 500 Einflusspunkten hat sie 625 draus gemacht. Und dann nochmal, weil sie es perfekt geschafft hat, nochmal zusätzlich 375 Einflusspunkte bekommen. Das ist mächtig gewaltig, Egon. Mächtig gewaltig. Und ein bisschen mehr Erfahrungspunkte als normalerweise. Aber nicht so viel mehr. Ne? Wir sehen, 210 hat sie bekommen. Sie hätte 192 bekommen müssen. So. Ich bin der Meister. Ja, dann kannst du eigentlich auch arbeiten. Du bist noch nicht mal angestellt. Das ist schlecht. Ich bin zur Stelle. Geh mal rein in die Hütte. Anstellen. Tyra. Tyra. Achso, ist automatisch schon am Arbeiten. Wunderbar. Okay. So. Lass mal die Zeit mal schnell vor Lauf laufen. Ich will noch den Edelmann erreichen heute. Zwei Dynastien haben sich verbrüdert. Welche denn? Silverstolpe und Andersen. Andersen hat bei mir Minuspunkte, Silverstolpe ebenfalls. Ach hey. Jetzt geht's los hier. Ne? Jetzt habe ich das getriggert, dass die sich auch untereinander verbrüdern wahrscheinlich. Hier ist Silverstolpe. Ach du Jemini, Silverstolpe hat 3 Bündnisse. Auch mit Lindholm. Und mit... Andersen. Ja klar, haben wir gerade gesehen, Andersen. Was habe ich hier gerade verpasst? Ich hab Nachrichten gehört, aber ich habe nicht gesehen, was passiert ist. Hier geht's um den Torwächter. Immer noch? Nö, vergiss es. Kommst du nicht rein? Sag mal, Kerkerstrafe. Kerkerhaft. Kann ich nicht mehr. Mist. Warum nicht? Oh, Wilhelm. Moin, grüß dich. So. Aaron. Wow, Zwillinge. 2 verschiedene Eltern. Also 4 verschiedene Eltern, trotzdem Zwillinge. Muss man auch erstmal schaffen, ne? Stimmt, ich habe die gleichzeitig schwängern lassen. Stimmt. Stadtgard einteilen? Warte mal. Moment mal. Ach, hier war das mit der... Oh. Das ist ja ein bisschen unausgeglichen, finde ich persönlich, ne? Die Gefängnisstrafe hier unten beim Stadtschergen?
Statt hier oben beim Ordnungshüter, wo auch gleichzeitig der Kerkermeister ist. Man könnte doch sagen, okay, der Aaron Silverstolpe, der eigentlich 2 Jahreszeiten sitzen sollte, wird wegen schlechter Führung 3 weitere Zeiten sitzen. So, es ist soweit. Titel. Euer unermüdlicher Tatendrang hat euch die Erlaubnis angebracht, einen neuen Titel tragen zu dürfen. Finde ich gut. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wo man Familienschwert und Ratsherrenkette herstellen kann. Dynastiering ebenfalls nicht. Ich weiß es nicht. Kann man die eventuell nur hier drinnen herstellen? Eigentlich nicht, ne? Doch, kann man. Ah, okay. Aber auch nur der Siegelring. Schwert und Kette nicht. Aber ihr Lieben. Ich muss mal auf den Timer kicken. Okay, komm, 2 Minuten haben wir noch. 2 Minuten haben wir noch. 2 Minuten. Aber was machen wir in den 2 Minuten? Wir lassen uns rühmen. Das finde ich gut. Andersen! Was hast du Glück gehabt, Mensch? Was ist hier los? Stufenaufstieg? Lars? Wunderbar. Jetzt komm mal hoch. Klug. Andersen kriegt noch einen Pluspunkt. Verliert dabei einen Minuspunkt. So, jemand lacht mich aus. Wer ist es? Atterboom! Schlecht. Schlecht für Atterboom. Sorry, dass es jetzt bei euch so ruckelt. Das ist immer, wenn ich raustappe. So, aber ich wollte die Zeit noch ein bisschen laufen lassen im Spiel. So, nun ist gleich wieder Feierabend. Hier nun senkt sich gleich die Sonne. Was ist hier los? Dynastie Atterboom hat einen neuen Titel erworben. Ja, welchen denn? Oh. Edelfrau. Ah, jetzt sind sie auf meinen Rang hoch nachgerutscht. Alles klar. Was natürlich sein kann. Herrenhaus. Was kostet denn der Spaß? Ich muss Baron dazu sein. Jemand hat die Bevölkerung gegen euch aufgehetzt. Was? Was? Fräulein! Welchen Teil von Allianz hast du nicht kapiert? Oh. 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 Hallo? Was? Wieso Handwerker? Was? Wieso Handwerker? Wisst ihr, du machst hier in einer Tour eigentlich Nachtgeschäfte. Nicht so ganz legale Geschäfte. Du bringst eine ganze Dynastie um. Du machst einen Genozid teilweise so an sich. Du wirst aber von den Handwerkern eingeladen. Ja, also mit einem Hammerschwing kann ich auf jeden Fall, jetzt wo ich gesehen habe, wie das mit dem Langschwert funktioniert, werde ich bestimmt auch einen Hammer schwingen können. Aber ich bin kein Handwerker, liebe Gilde. Was wollt ihr von mir? Tschüss. Yo, da möchte ich grillen. Ich habe gehofft, ich kann euch das jetzt noch ganz, 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 ganz schnell zeigen, mit die Bewohner ablenken, weil ich nicht weiß, was dann passiert. Ich wollte es aber rausfinden mit euch noch. Aber gut, es kann natürlich auch gut möglich sein, liebe Leute, dass wir bei der nächsten Folge dann, die wie gesagt erst in 3 Wochen kommt oder in 4 Wochen kommt, hier weitermachen können. Sollte das der Fall sein, dass ich hier weitere 7 Folgen rausballern kann, bevor das nächste Update kommt, versuche ich natürlich mit euch gemeinsam dann auch auf den höchstmöglichen Rang hier zu kommen. Was wiederum bedeutet, wir müssten uns dann doch anders entscheiden bezüglich der Betriebe. Ich müsste dann doch langsam die Spelunken abreißen, die Schmugglerhäuser, eventuell, und dafür noch andere wirtschaftlichere Betriebe hinsetzen. Obwohl ich jetzt natürlich noch nicht weiß. Achso, kann ich gerade nicht. Obwohl ich jetzt natürlich noch nicht weiß, was der Schmuggler auf Stufe 3 mit seinem Kontrabande an Profit bringt. Ne? Weiß ich natürlich nicht. Die Beschreibung ist immer die gleiche, wa? Schade. Allerdings bräuchte ich dafür erstmal 30.000 und 1.500 hiervon. Sollte aber relativ zügig gehen. Man könnte ja auch ein bisschen was offscreen immer laufen lassen, dass ich die Nächte immer durchlaufen lasse und so weiter. Damit wir halt effektiv immer das Tagesgeschäft erleben. Aber, ihr Lieben, so viel jetzt erstmal dazu zur Spelunke, zum Schmugglerberuf. Erstmal. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich denke mal, das war ein guter Einblick. Man konnte jetzt viel sehen. Man hat noch gesehen, okay, ein paar Ecken und Kanten hat dieser Beruf noch. Da kommt man jetzt noch nicht so weiter, wie man möchte. Das Thema zum Beispiel mit dem Lagerhaus und dass da der Rum nicht vorhanden ist. Aber wie gesagt, das wird gefixt, das wird noch geändert. Mal gucken, wann. Mit dem nächsten Patch dann logischerweise, aber mal gucken, wann der nächste Patch kommt. Ich bin auch sehr gespannt auf den nächsten Patch. Ich weiß nämlich noch gar nichts. Ich weiß noch nicht, was alles hinzukommen wird. Ich weiß halt nur, weil ich das immer wieder zu lesen bekomme, wir haben noch was im Ärmel. Also sprich, die Entwickler sind noch weiterhin dabei,
tolle neue Features mit einzubauen, beziehungsweise gewünschte Berufe wieder zum Leben zu erwecken, die man in den vorigen Teilen spielen konnte, die jetzt hier aber noch gar nicht drin waren. Wie wir es gesehen hatten, der Prediger ist drin, der Schmuggler ist mit drin, also was den Piraten ja näher kommt und so weiter und so fort. Ich erinnere bloß an GTA 2, das Add-on. Piraten und irgendwas. Fragt mich jetzt nicht. Freibeuter, glaube ich. Keine Ahnung. Ja. Von daher bin ich schon sehr, sehr gespannt, habe ich schon erwähnt, und freue mich schon, wenn es weitergeht. Hätte jetzt eigentlich schon Bock, noch weiter aufzunehmen, ehrlich gesagt, und sogar vorzuproduzieren für die nächsten Folgen dann, aber falls dann ein Update kommt, kann ich die Folgen wieder löschen. Von daher lasse ich es gleich sein. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Sonntagabend. Hier noch fast eine Stunde lang. Sorry für die Überlänge, aber ihr wisst ja, das schulde ich euch. Ich wünsche euch noch einen schicken Abend. Macht's gut. Bis bald. Und wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach bei der nächsten Folge wieder rein oder morgen, wenn es weitergeht bei mir in Valheim im Soloplay mit dem neuesten Update, wo es ganz, ganz viele neue Sachen zu entdecken gibt. Und Kochen! Also, macht's gut. Bis bald. Ciao.